Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Ich bin es, euer MC Muffix. Wir sind da das eine oder andere garantige Schiff, was wahrscheinlich schon auf uns wartet. Beim letzten Mal sind wir hier mit unserem guten Roboter BD-1 und dem Rest unserer Rebellenarmee hier durch Coruscant gereist. Unser Ziel war es, den Senator zu finden, was wir auch getan haben. Unglücklicherweise war es ein Hinterhalt der 9. Schwester. Die Inquisitoren sind wieder da gewesen und auf Kosten unserer Freunde. Wir wissen auch nicht, was das Bode hier geworden ist. Ich hoffe mal, er hat es überstanden. Aber im Rest sieht es auf jeden Fall nicht so gut aus. Sie wollen mich, sie kriegen mich. Sie sind am Leben. Schön, dich zu sehen. Soll ich dich mitnehmen? Zu früh gefreut. Ich nehme die Inquisitorin. Halt du mir den Rücken frei. Jawohl. Wir müssen sie ausschalten. Deine Schwester war eindeutig hübscher als du. Lass uns spielen. Von diesem Tag habe ich immer geträumt. Ich hatte mehr von dir erwartet. Das hätte ich hart gespürt. Wir werden hart sterben. Immer schön defensiv. Ah nein, jetzt war ja Breakpoint war gerade leer. BD-1? Ich brauche Hilfe. Alter, dein Fuß gegen ein Lichtschwert hauen ist nicht die beste Idee. Aber du trägst schwere Wunden in dir, Kestis. Ich spüre das. Du empfindest Schuld für die Narren, die du in den Tod geführt hast. Das macht dich so, so berechenbar. Es wird Zeit zu sterben, Brakarasse. Einfach erbärmlich! Nein, nein, kleine Ratte! Entspann dich! Genug! Was ist denn das für ein Schmarrn? Wie mit diese Fake-Jedi-Tricks, Mann! Ey, Leute, ich kann diese Attacke nicht ausweichen. Es geht einfach nicht.
Oh, sehr geil. Sehr fair. Hab meinen besten Move eingesetzt und er bringt mich nicht. Sehr gut. Komm schon! Da sind meine Dual Sabers. Jetzt geht's los. Oh, ein neues Spielzeug. Kessel, das reicht. So langsam. Oh, Leute, war das Herz an der Kampf. Ich will jetzt hier nicht sterben, Mann. Das ist so traurig. Halte. Du musst aber ich weiß jetzt nicht, was das Spiel von mir will. Oh. Du warst ein Jedi-Ritter, bevor du den Orden verraten hast. Dein Name lautete Massana Tide. Es ist Zeit, dich zu befreien. Ja. Mir geht's gut. Okay, Kestis, du würdest zu meinem absoluten Jedi-Gott einfach gerade. Also okay, wenn wir Dreieck gedrückt halten, dann konnte der einfach mehr oder weniger alle Schläge. Finde ich natürlich nett. Wir machen zwei Schwert. Okay. Zwei Schwerter. Zwei Schwerter. Ein Schwert. Doppelklinge. Einfach hier. Achso, ja, jetzt weiß ich wieder, um was es geht. Mhm, genau, da geht es nämlich darum, wir können gleichzeitig nur zwei Kampfstile wählen. Also einmal mit einem Schwert. Und wir machen jetzt mit zwei Schwertern, weil zwei Schwerter einfach so mega cool aussieht, man. Wir machen einen auf Ahsoka. Tada! Alles gut, ich muss noch um mich umschauen. Ein Meditationspunkt wäre jetzt echt nett. Ich bin so froh, dass ich nicht gestorben bin. Weil es war wirklich so, ich meine, wir haben uns ja nicht so schlecht geschlagen. Und dann hat sie mit diesem Verwirrtrick angefangen, den ich ja auch immer machen wollte bei ihr. Aber ich habe nicht gecheckt, wie du die blocken kannst, weil da ist ja die Steuerung so ein bisschen konfus geworden. Aber ich wusste nicht, wie du dagegen was machen kannst. Das war mein großes Problem. So, wenn ich jetzt hier meditiere, dann spawnt übrigens der nächste, letzte Bossfight wieder. Das wäre echt lustig, Mann. Nettes Spiel. Jedes Mal, wenn du dich ausrüst, spawnt einfach der letzte Bossfight wieder. Also, Fähigkeiten? Hätte doch mal ein Upgrade hier mal aufheben sollen. Soll ich jetzt auf Risiko gehen? Halte Kreis, um automatischen Nahkampfausdrücken auszubrechen. Was? Was sind das eigentlich für eine krasse Fähigkeit, was man hier schon zum Anfang freischaltet? Macht mir richtig Angst. So, Lichtschwert. Jetzt sind wir genau bei dem hier. L1 und 4, um mal hinten zu springen. Nee, ich gehe jetzt auf Risiko. Ich jumpe meinen Tod und dann verliere ich meinen einen hart verdienten Erfahrungspunkt. Das ist es mir wert. Nein, ich sterbe nicht mehr. No more dead Jedis. Oder halte ich mal mit dem BD-1. Das sind meine Lieblingsdinger, die Gong-Train. Die sehen für mich immer aus wie ein kaputter Kühlschrank. Ich finde die gut, Mann. So einen würde ich mir als erstes reinstellen. Und diese Mäuseroboter. Dort, Bravo. Könnt ihr mich hören? Gehen wir zurück zur Mantis. Falls es die anderen rausgeschafft haben, stoßen sie am Hangar zu uns. Falls nicht,
Darf ich mal sagen? Okay, warte, warte, warte. Okay, wir kriegen das hin. Okay, die Fähigkeit ist echt nicht schlecht. Ich wollte es jetzt mal üben. Also, wir müssen mal ein bisschen warten. Dann füllt sich hier die Leiste. Dann kommt er in seinen Meditationsmodus, sage ich jetzt mal. Ja, komm ich da hoch. Oh. Okay, wir können auch nach oben sein. Hey, das sind wir! Komm schon! Wir sind im Fernsehen! Ich müsste meine Mami anrufen. Der große Nachteil an der Fähigkeit ist, wie gesagt, es dauert ein wenig. Bis, Kelly? Kelly nicht? Komm. Okay. Gute Lektion. Bei schweren Angriffen funktioniert es nicht. Aber dafür lernen wir ja hier. Ich bin nur im Trainingsmodus. Ich bin nur in meiner Padawan-Phase. Also sehr cooler Move. Der ist auch neu. Also den kenne ich nicht. Übrigens, ich wollte es gerade eben schon sagen. Mich erinnert das hier so mega an Star Wars 3030. Also das, was ja mal so angeteasert worden ist mit diesem mega coolen Trailer, der von dem Dead Space-Entwicklern kommen sollte. Also auch von EA. Und das leider gecancelt wurde. Vescarrel Games war ja ist ja der Name vom Entwickler. Und ich weiß nicht, hier auf Coruscant sich herumzuhauen, das hat halt einfach so mega was. So, habe ich jetzt mit voller Wucht reingeratscht. So, blup. Keiner da? Okay. Wir schaffen es, noch einen Erfahrungspunkt zu bekommen. Ich glaube an mich. Glaubt ihr an mich, liebe Leute? Ich weiß schon, die Antwort ist nein. Aber es kann doch gar nicht mal so schlimm sein nach hier dem Bossfight. Beide lebt. Dank dieses verrückten Gundark-Sohns. Du bist verletzt. Ich schaff's schon. Was ist mit der Inquisitorin? Tot. Aber Gabs und die Zwillinge. Ich hätte... Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Wir müssen nach oben und die Infos an Saw Gerrera senden. So ehren wir die Gefallenen. Du hast recht. Ja, bitte, ruf die Schiffe. Verdammt. Nicht der Service, den ich erhofft hatte. Bravo, gibst du Rückendeckung? Bin dabei. Okay, ich zieh das Feuer auf mich. Du schießt, wenn sie weg sind. Zahlen wir es ihnen zurück. Wir sehen uns, Schrottsammler. So, da haben wir wieder eine von diesen Elektrostellen. Vielleicht können wir auch irgendwann mal Blitze schießen. Oh mein Gott. Nein, Leute! Wir werden die dunkle Seite wählen. Wir werden sowas von auf die dunkle Seite gehen, Mann. Ich gebe euch Deckung. Ziehen wir es durch. Lass mir aber erstmal noch ein bisschen kurz schlafen. Kestis, du kannst jetzt nicht einfach schlafen gehen. Lasst mich schlafen. So. Also. Alles okay. Und jetzt heißt es einfach, sollte irgendwas passieren, schnell Spiel ausmachen und auf bessere Zeiten hoffen. Sollte ich meinen Save Point verlieren. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsmoves. Das einfach ranziehen und die Gegner dann halt so weghauen, Mann. Das ist so mega effektiv und es sieht so gut aus. So, was können wir untersuchen? Der Hangar. Hoffentlich ist die Mantis noch ganz. Die Mantis. Das bedeutet, wenn wir Glück haben, treffen wir hier dann auch auf Seer und... Ah, ich weiß noch mal, wie der Kleine hieß. Ich wusste es mal. Ich
chill einfach mal ein bisschen hier. Das sind meine Jedi-Taschenspielertricks. Übrigens, das ist ein Upgrade, was im ersten Teil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, man freischalten musste. Wenn wir laufen... Einfach nur runterziehen. Wenn wir laufen, dass automatische Schüsse zu einem gewissen Teil geblockt werden. Die werden zwar nicht perfekt reflektiert, aber sie werden, sie kommen halt... Jetzt ziehen dran! Danke. Sie werden zumindest geblockt, dass man halt unbeschwert laufen kann. Und das ist ein sehr geiles Upgrade. Das freut mich aber. Du kannst gerade von hinten so schön auf ihn schießen. Dankeschön. Ihr habt deine Schwester, deine neunte und deine erste Schwester, nein, alle deine Schwestern killt man. Es gibt nur eine gute. Oh, da so. Es gibt eigentlich nur eine gute Schwester und das ist auch ein Charakter, auf den ich sehr hoffe, die wir hier in dem Recap am Anfang gesehen haben. Und zwar die Nachtschwester. Die haben wir getroffen, nachdem sie auf ihrem Planeten da war und ja, alle ihre Schwestern leider nicht mehr im Leben waren. Und nun ist natürlich die goldene Frage, ob wir sie auch mal verbündet haben. Leute, ich möchte einfach mehr Verbündete haben. Ich will halt nicht immer alleine hier fighten. Ich finde es so cool, dass wir hier so zusammengewählt. Es fühlt sich halt auch wirklich mehr an, so wie Rebellion und nicht wie, okay, du bist der eine Dude, der einfach stärker ist als alle anderen. Naja, ich würde sagen, jetzt heißt es erstmal, auf Wiedersehen Coruscant. Nächstes Drecksloch-Planet, wo wir hinfahren. Z95er. Hübsch. Der gehört ganz dir, Boat. Dachte mir schon, es könnte heiß werden. Ich sehe euch beide in der Luft. Bereit? Oh, es war ein tolles erstes Date, aber ich wurde noch immer nicht bezahlt. Heilsender? Der andere ist auf der Mantis. Wenn es wieder ruhig ist, komm zu mir und verrechnen ab. Ja klar, ich kann dir vertrauen. Du kennst die Infos. Viel Arbeit vor uns. Hab mich wohl bewiesen, was, BD? Boat, möge die Macht mit dir sein. Bist ein großartiger Kämpfer, Kerl. Mal sehen, wie gut du fliegst. Wie sieht's aus, BD? Oh. Was es auch ist. Es muss warten, bis wir in Sicherheit sind. Kein Verkehr. Das Portal wird wohl gewartet. Wenn wir oben sind, springt auf Lichtgeschwindigkeit. Wir müssen es riskieren. Wir sind schon viel zu lange hier. Wir haben Gesellschaft. Auf mein Zeichen bremsen. Dann sind wir hinter Ihnen. Verstanden, Bravo. Gute Arbeit, Leute. Ich hoffe, das war der letzte. Ich hasse lange Abschiede. Mehr Feinde. Ich schere aus, um sie wegzulocken. Danke, Bart. Viel Glück. Dir auch, Kerl. Wir sehen uns. Ich hab sie nicht los. Festhalten. Thank you.
kann's auch machen. Das habe ich von dir gelernt. Lass uns ausgehen. Wir sind fast da. Von der Oberfläche kommen noch mehr. Und auch von hinten. Wir sitzen in der Falle. Wir sind ausgefallen. Wir sind fast da. Wir haben ein paar Treffer eingesteckt. Machst du eine Diagnose? Ich verschicke so lange die Infos. Fertig. Hoffentlich sind die Infos von Nutzen. Die Galaxis ist riesig, Droide. Und ich sah längst nicht alles von dem, was sie zu bieten hat. Doch eines Tages gehe ich nach Datomir zurück und flüstere meinen schlafenden Schwestern, was ich lernte. Du bist nicht eingeladen. Ich hole nicht auf dein altes Familienrezept wie das hier raus. Also was sagst du? Marin! Es ist gut. Könnte Salz vertragen. Zu viel Salz ist ungesund. Es ist köstlich, Grease. Dafür würde ich sogar Kredit bezahlen. Ach ja? Hey, vielleicht sollte ich dir eine Rechnung stellen, Kerl. Findet ihr nicht auch, dass es hier irgendwie verbrannt riecht? Kyro ist hin. Na, großartig. Ist irgendein Hafen in der Nähe, der uns nicht sofort ausliefert? Ja. Ruf das Cobra-System auf. Da hast du dich also niedergelassen. Irgendwo mitten im Nirgendwo. Ist vielleicht eine gute Idee, da unterzutauchen. Wenn jemand die Mantis reparieren kann, dann Grease Stridus. Glaubst du, wir schaffen's? Für Saw Gerrera. Wir sollten aufräumen, bevor wir Grease Leute, wir sind endlich wieder zu Hause. Auf der Mantis, auf unserem schönen Schiff. Dort, wo wir auch beim ersten Mal ganz viele blöde Pflanzen gesammelt haben.
Und nun heißt es wieder zurückzukehren. Da sehen wir hier die schönen Erinnerungen, die deutlich schöner sind als das, was wir aktuell haben. Ihr seht schon, unser guter Kerl ist ziemlich am Ende. Sein ganzes Team ist gestorben. Keine Ahnung, wo Bode ist. Der hoffentlich ist zumindest noch am Leben. Die goldene Frage ist natürlich, wie geht es weiter? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal finden wir hoffentlich darauf eine Antwort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.